Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Wir waren letztes Mal noch auf Loot-Tour gewesen. Ich habe zwischenzeitlich in der Pause ein bisschen hier rumgewerktet gehabt. Leider ist mir das Holz ausgegangen. Ja, ich habe ohne euch hier die schönste Arbeit gemacht. Steine und Sand schippen und ihr wolltet nie wissen. Aber ich verspreche euch, nächstes Mal nehme ich euch mit. Nee, ich wollte euch das ersparen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Aber ich habe schon draußen ein bisschen weiter rumgewerkelt. Aber wie gesagt, mir ist das Holz ausgegangen. Und das Blöde ist, Metall sieht das ja auch nicht gut aus. Noch nicht, aber bald. Und wir sind mittlerweile bei... Level 10. Ich habe ja einen schönen Hof geholt. Haha. So. Oh, Alter, ist ja schon wieder alt hell hier. Genau. So, und zwar habe ich mir das jetzt so... Ruckedi, zuckedi. So überlegt, wir hatten ja schon von vornherein, hatte ich ja gesagt, wir wollten hier... Eisengitter. Genau. Hier zwischenhängen. Und dann will ich hier so einen Käfig rumsetzen. So, dass wir auch eine Überdachung haben, falls hier diese fliegenden Geiermeierse kommen und so. Dann sitzen wir nämlich in Trocknen. So, irgendwie war mein Plan. Und de, oh, ich habe jetzt gedacht. Ich wollte erst die Spikes abreißen und dann ist mir so gefallen, scheiße, wir sind ja schon wieder bei Tag 5. Also habe ich jetzt bloß die äußere Umrandung gemacht. Das ist aber keine richtige Umrandung. Also das wird alles auf dieselbe Höhe hochgehoben. Wegen die Spikes. Sonst glaube ich nicht, dass wir die vernünftig treffen, wenn sie ankommen. Aber ich habe sie erstmal so gelassen. Wir schießen, erste Horde schießen wir von oben runter. Wie ihr habt. Aha, back to the future. Und bei der nächsten Horde werden wir dann wahrscheinlich schon hier ein bisschen angehoben haben. Hoffe ich doch. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Also wir brauchen jetzt noch mehr Holz. Und das Komische ist, ich habe schon Villa so gehabt. Ich habe die ganze Zeit keinen einzigen Zombie gehabt. Die Forge ist gelaufen. Ich habe da unten rumgehämmert. Ich habe hier rumgehämmert. Ich habe hier rumgeballert. Also mit der Nagelpistole. Nischt. Interessiert ihn ja nicht. Ich verstehe das nicht. Und wir müssen wieder auf Jagd gehen. Das ist auch noch ein Ding, was wir machen müssen. Und geht nämlich schon langsam die Nahrung aus. Ein klein wenig. Aber hey, passt schon. Moment mal, wir könnten doch eigentlich nochmal einen Abstecher nach hinten machen. Also da, wo ich jetzt hin... Da, wo ich jetzt hinschaue. So. Da muss da irgendwas rumkreuchen und fleuchen. Und wenn der bloß ein Nasenelch ist oder wie sieht ein Biber oder sonst irgendwas. Und der Dude ist, falls denn doch noch irgendwas anderes ist, außer Bären. Davon haben wir erstmal genug. Nehme ich eigentlich alle. Ich nehme so ja Kaninchen und lutsche drauf rum. Ist da was? Bauen ist wichtig, aber Essen ist noch wichtiger, ne? Ich glaube, wir sollten mal kurz losgehen. Wäre auch, glaube ich, interessanter, als hier eine Runde Holz zu kloppen. Übrigens, ich habe auch... Villa Feile macht, ne? Also wir sind quasi fast auf denselben Stand, bevor der PC abgekackt ist. Bis auf das Essen. Da muss da hier irgendwas sein. Die sagen sich, ey, ich hab keine Lust mehr, der macht alles kaputt und dann macht er uns tot und... Darauf haben wir keine Lust mehr. Apokalypse beendet. Apokalypse. Was für eine Apokalypse. So, was haben wir hier? Ist da was Schönes drin? Hey! Oh. Vielleicht? Federn. Oh, was sieht denn da?
Mach für einen Dickmann. Und da hinten ist ein Rocker. Okay, die nehmen wir uns. Alter, ist eine Sau. Schon will, Alter. Die haben kein Benehmen. Und da ist noch einer. Ist hier ein Traum? Wir kriegen 1-2 Punkte. Na okay, so nicht. Komm, Dicker, komm in mein Zoo. Nadelkissen. Toll. Jetzt sind die ganzen Pfeile durchgeknickt. schlechter Witz. So, nehmen wir erst den Rocker oder den da hinten, den Zappel-Philipp? Ich glaube, wir nehmen den Rocker. Der ist sportlich. Hallo, Mister. Die sollten mal wirklich für die Zombies unterschiedliche Geräusche, also nicht bloß die 2-3 Tonspulen einfügen. Oh, der war ja 1 Kilometer daneben. Mensch, und ich wollte auch kicken, ob wir Reparierkits bauen können. Wegen unserem Bogen, den wir letztes Mal gefunden haben. Jetzt reicht's. Bleiben Sie doch einmal vernünftig stehen. Kann doch nicht so schwer sein. Was für Nasenkacker. So, wo ist der andere? Hallo, Klaus Kinski, kommen Sie mal bitte hierher. Hier, hier hinter Sie. Ach, jetzt hat er mitgekriegt. Okay, wir können nicht durch das dünne Gestrüpp schießen, aber ihn durch den Kopf. Naja. Passt doch. Ich weiß ja nicht, was der hat. Oh, da ist noch einer. Bleiben Sie bitte hier. Nun hab dich mal nicht so. Das war ein Warnschuss. Und ich weiß, eigentlich wollten wir ja da in das Hochhaus auf dem Dach kicken, aber ich halte das für ein bisschen wichtiger. Und das rennt ja nicht weg. Also sollte das eigentlich nicht. So, da dürfte Geiermeier sein. Oh, da hinten ist auch noch ein Haus. Schwierig, schwierig, schwierig. Alter, bei der Musik habe ich so das leichte Bedürfnis, meine Füße übereinander zu schränken, meine Hände auf die Knie zu liegen und umzusagen. Omnibus. Omnibus. Das Gute ist, dass wir für jedes Mal ein paar Punkte kriegen, ne? Wo? Ach, da hinten. Der könnte gut gehen. Muss es aber nicht, aber erstmal müssen wir treffen. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ein Treffer. Noch ein Treffer. Oh oh. War ja leicht. Karbin, immer dran denken. Keine große Klappe. So was geht ganz schnell nach hinten. Mensch, lass mich doch. Ich hab doch bloß diesen einen kleinen Spaß. So, das hatten wir. Ne, das hatten wir nicht. Doch, das hatten wir. So, was ist da drin? Nägel. Was hat er denn überhaupt? 32 Fleisch? Naja. Kann man schon mal mitmachen.
Ein Keller. Da ist eine Werkbank. Das ist eine Funktionobel-mäßig Werkbank. Die funktioniert. Wir können jetzt da oben erstmal renieren und unten danach, würde ich sagen. Hallo, jemand zu Hause? Warum ist denn hier offen? Warum ist hier offen? Ist hier irgendwie... Vielleicht kann man ja... Okay. Ich nehme die andere Seite. Oh, der geht ja hier runter. Was haben wir denn? Kickt euch das an. Habt ihr euch gedacht, wa? Nisch mit Misch. Was denn nun? Ich hab so das Gefühl, dass irgendwie gleich ein Zombie von oben runterfallen kommt. Hallo. So, von oben dürfte eigentlich nicht kommen. Eigentlich theoretisch praktisch. Ah, ist bloß eh ein Geiermeier gewesen. Naja. So. Was ist denn hier los? Ihr macht ja einen Lärm für 12. Ach du Kacke. Wo kommt die denn her? Also mit so vielen Besuchern hätte ich ja nicht gerechnet. So. Jetzt ist Stress angesagt. Haha. So. Oh, da ist ja noch einer. Ich meine, da war noch einer. Ey, wir haben schon wieder 11 Punkte. Und ich habe schon wieder vergessen, was zu trinken. Aber ich habe halt mitgenommen. Haha. Oh, ich wusste, ich wusste, ich wusste. Du kleine... Ja. Keine Panik, Kabin. Das schaffst du schon. Der Blöde ist... Das ist ja noch einer. Nimm das wie ein Mann. Ups. Jetzt ist aber gut, oder? Ach, da ist eine Tür. Geht der Gleiweller runter? So. Ach, da sind welche durchgefallen. Aha. Die waren ja blöd. Oh, doch nicht. Keine Panik. Oh, da ist noch einer. Alter, was ist denn hier los? Erst kriegst du ja kein Zombie und dann ist hier Party, oder was? Na, 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 Freundin, ne? Wir wollen mal nicht übertreiben. Warum nehme ich eigentlich den Bogen nicht? Ach so, weil zu dicht war. Stimmt, da war was. So, jetzt können wir die Kisten oben leer machen. Oh nee, nicht schon wieder. Der. Ich habe ja gesagt, wir brauchen Punkte. Aber doch nie so schnell. Das war jetzt wirklich alles, oder? So, warte mal. Wir müssen wirklich mal kicken und hier ein bisschen sortieren. so gut zu sortieren hier. Der Blöde ist, wir können es wegschmeißen. Erstens, weil wir messy sind. Also ich zumindest in Sachen Lootzeug. Und zweitens, das habe ich mir ganz schwer erarbeitet.
So. Jetzt krauchen wir hier rum. Munition. Und eine Kiste. Ist ja ein Traum. Naja, Traum ist jetzt nun auch ein bisschen übertrieben. Aber das sind schöne Schuhe. So, was kriegen wir? Oh, die kosten richtig Kohle. Ach, übrigens, wir müssen mal kicken, dass wir wirklich demnächst mal uns ein Fahrrad zusammenbasteln. Beziehungsweise ein Moped. Das müssen wir jetzt erstmal freischalten, dass wir dann quasi immer hin und her fahren können. Wegen des Zeug wegbringen. What the fuck? Wer braucht denn das Ding noch? Wir brauchen jetzt bloß noch Reparierpakete. Alter, jetzt haben wir 3 Stück davon. It läuft. Und ich glaube, danach gehen wir erstmal wieder nach Hause. Ist nicht euer Ernst, oder? Erst findest du davon ja nichts und dann kriegst du es hinterher geschmissen. Hau ab, hau ab. Ist doch ein Witz. Hallo, ich bin jetzt auch hier unten. Könnt rauskommen. Ach, die waren hier versteckt. Oder? Na toll, aber für uns ist wieder natürlich nichts drin. Finde ich gern schön gemein. Hässlich, aber schöner Inhalt. Was denn nun? Wo denn? Bleibt doch mal ganz ruhig, Fräulein. Das ist nicht so gut. Ach da! Warte, ich helfe, ich mach die Tür irgendwie. Naja, nichts kann sein. Mach mal auf. Oh. Echt jetzt? Nachladen, Karin. Nachladen. Kann doch mal passieren, oder? Eigentlich hätte sie tot sein müssen. Ich habe mich bloß gewundert. Na nu? Nee, so na. Ich bin allergisch. Auf sowas. Ich bin noch nicht so weit. Für eine Bindung. Können wir jetzt endlich mal da runter ohne... ihr wisst schon. Ich finde, die Zombies in diesem Spiel sind ziemlich anhänglich. Muss man mal sagen. Mhm. Oh, Alter, ruckelt das jetzt gerade. Das ist ja schlimm, ist das. Also ein Traum ist es nicht. Übrigens, wir können auch wieder Lebensenergie kreieren. Ich vergesse das immer wieder. So. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen, Karin. Lass es. Naja. Wer nie hören will, muss fühlen. Was soll da unten bloß sein? Wird ja nicht nochmal ein Bär sein. Guten Morgen. Alter, das ist ja ein Traum. Die pennen alle noch. Das heißt Sneaky Peaky. Oh Mann. Wenn jetzt was um Neck ist, ich kack mir deine Hosen wieder. Nö, da ist ruhig. Hallo. Hallöchen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ist ja ja nichts hier.
Das ist der Ausgang. Na toll. Also ich hätte mir jetzt mehr vorgestellt. Halt ein bisschen mehr. Oh, Alter, ich hasse das. Das ist schlimm bei 7 Days. Das muss ich ja mal wieder sagen. Also ein bisschen mehr hätte schon sein können, oder? Yay, ein Ei im Keller. Oh doch, da könnte was sein. Da könnte doch was sein. Und irgendwas hat da rumgeschrien. Das habe ich auch gehört. Hey, Tabletten. Das Spiel macht aus ihnen einen Junkie. Immerhin in den Wehen. Ah, das waren ja Vitamine. Wie gesagt, wenn jetzt so Hunde oder so kommen, ich weiß nicht, was ich mit meinen Hunden habe. Ist ja schlimm. Nee, da waren wir schon drin. Leere Glas, naja. Wow. Töpfe. Wow. Wir müssen was essen. Und müssen wir los. Mir fällt gerade so ein, wir haben tierische Probleme. Ich weiß ja nicht, wo wir das unterbringen sollen. Unsere beiden Kisten sind voll. Stimmt, da war was. Also, wir sind jetzt voll beladen. Und müssen jetzt das ganze Stücke zurücklaufen. Oh, Alter. Gleich. Boom. Und es war ganz schnell zu Hause. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. So, das wäre gut, wenn wir den eher wegkriegen. Stimmt, da war ja noch was. Nanu? Da bleibt er immer stehen und den treffe ich nie. Also fast. Hey, 800 Punkte. Das völlig umsonst. Also kostenlos. Da ist unser Zuhause. Alter, ich verlaufe mir kurz vor der Haustür. Das schaffe ich. Stimmt. Nicht Rennkabin. Ist aber hier ein bisschen blöd. Ach, und das dürfte heute, glaube ich. Moment mal, wir haben heute den 14. 14.2. Ich glaube, ab heute kommen immer zwei Folgen. Immer frühs um 7 und eine Folge um 18 Uhr. Also zweimal blöde die Lava von Karbin über 7 Days. Hey! Nee. Also ich hoffe, ich bin nicht so schlimm. Das ist die Hoffnung. Die stirbt als letzter. Ja überhaupt nicht mehr weit. Also wenn jetzt wirklich was kommt tut, was drin tut, wir können nicht machen. Wir können versuchen, den tot zu kriegen. Aber wegrennen ist schon mal nicht. Das ist nämlich gerade Höchstgeschwindigkeit. Mordsgeschwindigkeit. Oh, Nest. Noch mehr. Ist immer gut. Wenn du beladen bist, immer noch ein bisschen mehr. Da waren ja ein paar Federn. Ist ja nicht so schlimm. Oh, Alter. Moment mal. Das ist ja dann quasi, das ist ja dann fast weg. Nur bringt tut es nichts.
sag mal, ist das für Klamotten bestimmt? Das wird wohl wenig was bringen, wenn du das da in eine Waffe reinbauen tust. Wow. Sind wir überhaupt noch richtig? Wie weit sind wir denn schon? Weiter sind wir noch nicht? Wow. Aber ich sehe schon die Stadt. Aber komisch, dass wir unser Gebäude noch nicht sehen. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Also irgendwo habe ich eine Basis gebaut. Das weiß ich noch. Komm an, Basis weg. Niedergerissen. Ja, ja, ist doch gut, Junge. Krieg dich mal wieder ein. Stimmt, deswegen habe ich nämlich auch die Klamotten noch im Inventar gehabt. Weil ich ja keinen Platz mehr in den Kisten hatte. Und ich wollte gerade unten im Keller das einrichten. Stimmt. Naja, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Oder beziehungsweise, was ich hier jetzt zu tun habe. Schon eine Scheiße, aber auch. Gibt es für 7 Days ein EM-System, wie in Sachen Minecraft so? Ab in den Rucksack und dann ist es zu Hause. Ach nee, da war es ja auch bloß. Aber das war wenigstens so hausweitmäßig. Also in ganzen Haus verteilt. Den Baum hatte ich eigentlich normal eingepflanzt. Oh, nicht das schon wieder. Ich wollte das letzte Mal noch rausschmeißen. Leer. Hey, wir haben es gleich geschafft. Wupp, wupp. Dann werde ich mal sagen, wir bauen uns... Holz? Ja. Haben wir ja vorhin, bevor wir losgegangen sind, ja rum. Wir bauen uns eine Kiste. Oder auf zwei oder drei. Bauen die in den Keller hin und schmeißen schon mal unten alle drin. Könnte das sein? Ich glaube mal ja. Ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Kisten machen. Ihr wisst ja, was sonst passiert, ne? Ich habe es euch ja schon zweimal gezeigt. Also. Also niemals beladen, springen. Ist da gut. So. Ich weiß nicht. Oh, da sind schon Gitter drin. Ich hab gerade gedacht, Alter. Und tschüss. So. Aber ein paar Sachen müssen wir doch unterkriegen, oder? Erstmal. Ja, ein bisschen Platz haben wir ja. Und überhaupt nicht sortiert. Das mag ich. Wo haben wir... Ah, da sind doch Nägel. So. Und jetzt brauchen wir eine Kiste. Oder zwei. Echt jetzt? Du brauchst für eine Kiste 10 Nägel? Echt Meisterleistung. Nun gut. Tja, Leute. Ich werde dann schon mal ein bisschen so unten einsortieren. Dafür brauche ich euch nicht. Oder das wollt ihr auch gar nicht sehen. Mein Sortiersystem. Naja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei 7 Days. Macht euch einen schönen Tag. Euer Kabin. Bis dann. Bye, bye.